Wie ist es zum Cocoon Club überhaupt gekommen, jetzt die ganze Idee dahinter? Also die Idee, zum Club zu machen, war anfangs jetzt nicht da, nachdem ich das oben zugemacht habe, sondern ich habe gedacht, ich lasse das jetzt erstmal alles ein bisschen ruhen. Das Omen war schon so 10 Jahre Club und habe dann erstmal Cocoon als Booking-Agentur gegründet. Ein Jahr später kam dann das Label noch dazu, Cocoon Recordings, und auch verschiedene Veranstaltungen, unter anderem Cocoon Club in Ibiza. Und ja, das war dann so 2000, 2001 kam mir dann so die Idee, ich hätte eigentlich Lust, nochmal einen Club zu machen. Und dadurch, also mit der Idee und mit den Feelings, habe ich mir gedacht, gehst du mal mit schwanger und schaust dich mal ein bisschen um, was in Frankfurt denn so möglich wäre. Weil, ja, man braucht halt eine Top-Location auch dafür. Und ich habe halt mitbekommen gehabt, dass der Adi Goldmann dieses UFO-Projekt vorhat. Und habe mich rechtzeitig mit ihm getroffen und ihn gefragt, ob es denn da auch die Möglichkeit gäbe, einen Club mit einzubauen in das Ganze. Ja, ob da genug Space dafür da wäre. Und ja, daraufhin hat er gesagt, ja. Und da könnten wir auf jeden Fall drüber reden. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Gedanken gemacht, wie geht man es am besten an? Was für ein Team? Wer könnte mein Partner sein? Und das ging aber dann, was zum Glück, alles unwahrscheinlich schnell. Meine Partner standen ziemlich schnell fest und auch die Leute, die das letzten Endes dann auch verwirklicht haben, sprich den ganzen Cocoon Club entworfen haben, das Design und das ganze Interieur. Und das war für mich ganz klar, dass das 3 Deluxe machen soll. Und dann hat man sich an den Tisch gesetzt und dann haben wir fast 3 Jahre geplant. Das war Wahnsinnsarbeit. Hat viel Spaß gemacht, muss ich sagen, und viele Ideen ausgetauscht. Wie sieht der Club der Zukunft aus? Und das war natürlich eine Herausforderung. Natürlich aber auch der Gedanke, das, was eigentlich schon vorher auch fest mit dabei war, dass ich gesagt habe, wir möchten halt auch gern auch Restaurants mit anbieten und auch Top-Restaurants und nicht nur 1, 2. Ein Bettrestaurant, das hat sich dann ein bisschen aus dem Ganzen noch ergeben, dass wir gesagt haben, wir machen noch 1. Und ja, und dann standen halt Fragen im Raum, wie wer macht den Sound, wer macht das Licht und so weiter. Und so sind wir eigentlich, haben wir uns vorgearbeitet. Und bis hin zum Mario, unseren Chefkoch, der Mario Lohninger, der auch mit Partner ist in den Restaurants. Und das war eine tolle Arbeit, muss ich sagen, so ein Projekt auch so konsequent, ohne Kompromisse durchzuziehen. Also wir haben hier nicht gespart, wie man sieht, und man könnte den Club auch Made in Germany nennen. Alles, was wir hier gebaut haben und extra auch speziell, was wir haben entwickeln lassen hierfür, so ist aus deutschen Händen sozusagen. Und kleine Firmen im Osten, in Berlin, im Norden, im Süden, Frankfurter Raum. Und haben geholfen, den Club so schön zu machen, wie er ist. Und außer die Musikanlage, die hat uns der Steve Dash customized gebaut mit GBL-Boxen. Wurde der Raum speziell akustisch berechnet und schallgedämpft. Und so weiter und so fort. Es ist eine sehr komplexe Angelegenheit, genauso wie auch unser Lichtkonzept von dem Ganzen. Wir haben hier einen Room Jockey, der quasi hier die Atmosphäre steuert. Oben, der steht hinter mir, hinter der DJ-Kanzel. Und da geht es über eine Membranwandspielung im Club, die 22 Projektoren quasi bespielt wird. Man kann da verschiedene Stimmungen kreieren. Die Membranwand, die bekommt einen liquiden Zustand, einen flüssigen, fast sehr psychedelischer Effekt.
und so weiter. Ich könnte jetzt noch so viel erzählen, aber es ist schon, der Club ist sehr komplex und ich kann nur sagen, das Ziel war natürlich, einen Club zu kreieren, der heute neue Maßstäbe setzt und der auch wieder einlädt, auch, sage ich mal, Publikum zu vermischen. Es ist ja auch in den letzten Jahren alles so spezialisiert gelaufen, sprich die House-DJs, die House-Music-Lovers, die gehen nur dahin, die gehen nur dorthin und die gehen nur dahin und die gehen nur dahin. Und älteres Publikum, die haben eigentlich gar nicht mehr so richtig einen Club gefunden. Und Ziel war natürlich auch, den älteren Gast einzuladen, auch natürlich durch das Essen, durch das Ambiente, durch die tolle Küche. Und das ist natürlich auch ein ehrgeiziges Ziel von uns, auch da Szenen zu vermischen. Und dass ich hier einen Banker, dass ich hier aus einer Werbeagentur, genauso wie ein Student, ein Musikliebhaber, ein Fashion-Junkie, dass die sich hier treffen, zusammen Spaß haben und auch, dass es da keine Berührungsängste gibt. Ja. Und ich glaube, wir haben für jeden hier, ja, also jeder findet hier so seinen Platz. Und es dauert natürlich eine Zeit, bevor, also wenn man so einen Laden betritt und man ist dann erstmal so erschlagen von dieser Formsprache, von dem Design, von dem, was hier so möglich ist, auch soundtechnisch und vom Licht. Da braucht man erstmal eine Zeit, bis die Leute sich da erstmal so, dass sich die Sache erstmal gesetzt hat, dass sie vertraut sind, in der Ambiente Party zu machen. Und jetzt kann ich sagen, nach 9 Monaten, hier fliegt die Kuh, hier geht's ab, es wird verstanden, die Leute sind motiviert, sie gehen auch inspiriert raus, kommen wieder, freuen sich. Wir haben auch eine ganz tolle Webseite mit Bildergalerie und Soundgalerie und so weiter. So, von daher bieten wir unseren Leuten unwahrscheinlich viel. Es geht so weit, dass auch wir also auch mit verschiedenen Kooperationen eingegangen sind, unter anderem mit Lufthansa, ja, und wo auch International Clubbing, wo wir das bisschen anschieben und Package machen, wo Leute auch vom Ausland hierher fliegen und einfach mal ein Wochenende hier verbringen. Und unter anderem auch Busse, die kommen, hab ich gerade vorhin schon mal erwähnt, die kommen aus Schottland, aus Belgien, aus Italien, Frankreich und so weiter. Und die Leute sind gespannt und freuen sich, hierher zu kommen, und wir bieten ihnen noch was und auf einem sehr hohen Niveau. Wie ist denn das überhaupt jetzt als Resident dann hier im eigenen Club aufzulegen? Ich meine, beim Omen hat es das auch schon gehabt, aber wenn jetzt, du bist ja weltweit unterwegs und wenn du immer hier mal wieder zurückkommst, ein- oder zweimal im Monat auflegst, wo ist da für dich so der Unterschied dann? Also ich spiele hier zweimal im Monat und das habe ich mir auch nicht nehmen lassen, weil es auch ganz wichtig ist, ich habe den Laden mit kreiert und gebaut und die DJ-Kanzel und die Tanzfläche und die Anordnungen und so weiter. Da steckt auch viel von mir drin. Und der Laden braucht so eine gewisse Führung einfach, was das angeht, um auch erstmal so was in Bewegung zu bringen. Und ich war, für mich selber war das total wichtig, wieder eine Homebase zu haben, eine Regelmäßigkeit. Das sind mir die Leute auch sehr, sehr dankbar für. Weil nur dann kann man auch wirklich sich so musikalisch so auch ein bisschen herausfordern. Man kann nicht immer das Gleiche spielen, man muss auch an seinem Set arbeiten und der Laden ist auch, die Größe ist sehr anspruchsvoll. Und da muss man auch schon, ja, sich, sage ich mal, ein bisschen drauf einstellen, und das ist eine Herausforderung. Sagen mir auch viele DJs, die jetzt hier gespielt haben, dass einfach die Voraussetzungen, also die besten sind, was den Sound angeht, die Booths, die Monitoring und auch, ich würde mal sagen, auch unsere Betreuung. Und da ist für mich natürlich super, das jetzt sagen zu können, es ist mein Club, es ist mein neues Wohnzimmer, ich lade euch ein und fühlt euch wohl hier. Ja. Aber ob das jetzt der Richie Horton ist oder auch der Ricardo Villalobos, die Dinky oder auch die Miss Kitten, der DJ Hell oder auch der James Holden, Musti, wir haben am Samstag, ist es eher ein Uplifting House, das nennt sich Saturday Night Ride, ein bisschen House Party pur, mit Leuten wie Fats and Small und Milk and Sugar, und das geht dann eher so ein bisschen mehr in die House Party Richtung. Freitags ist es so ein bisschen mehr elektronischer, sage ich mal. Und die fühlen sich alle wohl hier. Ja.
Und ja, das macht Spaß, muss ich sagen, das so quasi weiterzuentwickeln, was wir damals, das Omen ist dagegen, es ist ein Schuppen eigentlich dagegen, ja, wenn man das jetzt so vergleichen möchte. Ja. Aber das kann man eh nicht, weil der Laden ist viel zu groß dafür und ganz anders, ein ganz anderer Anspruch steckt dahinter. Und was müssen die DJs mitbringen, damit sie hier auflegen können? Selektierst du da auch? Suchst du auch selbst damit aus? Nee, das tue ich nicht. Nein, Quatsch. Also die DJs, die ich hier buche, die hier eingeladen werden, die laden wir aus dem Grund ein, weil wir wissen, dass sie gute Sachen machen. Ja. Von daher kriegen die jetzt nicht von uns vorgeschrieben, was sie da spielen sollen. Es gibt natürlich Themenabende, wo man sagt, du heute Abend bitte mehr in so eine Richtung, wo man das vielleicht mal so mitgibt. Ja. Aber wir haben zum Beispiel auch einmal im Monat eine Heroes-Veranstaltung. Das ist unser Gay and Friends-Abend. Und na gut, die Gay-DJs, nicht die Gay-DJs, sondern die Gay-Crowd hat so eine gewisse Vorstellung von dem, was sie gerne hören. Und das gibt mal den einen oder anderen DJ dann nochmal mit, dass da vielleicht auch mal ein Klassiker mit dabei sein soll oder so. Das kann man ja auch sagen. Ja. Und wie hat sich jetzt so die Club-Crowd in den letzten Jahren verändert für dich, wenn du das so über die Jahre mal überlegst? Sind da so die Leute nachgewachsen oder ist das so manchmal aus dem Stillstand? Die Leute sind auf jeden Fall nachgewachsen. Aber es ist schon auch so, dass ich glaube, durch die ganze, ja, wie soll ich sagen, der Musikmarkt hat sich aber verändert. Ja. Es ist unwahrscheinlich, wenn man die gängigen Musiksender im Fernsehen wie auch im Radio so ein bisschen verfolgt, die featuren ja eher Black Music, ja, und Hip-Hop und Soul, Funk, R&B. Da steckt einfach mehr Kohle drin. Das sind einfach Firmen dahinter, die haben eine ganz andere Power als jetzt irgendwelche Independent Electronic Labels. Ja. Und so viele Spartensendungen gibt es heute leider nicht mehr in den Radios, auch nicht mehr im Fernsehen, wo auch, sag ich mal, anspruchsvolle elektronische Musik supported wird. Ja. Aber trotzdem, ich sage immer, wer sucht, der findet, hat sich die Crowd über die letzten Jahre auch weiterentwickelt. Es ist auch, kommt auch einiges hinterher. Und es ist schön zu sehen, dass sie wieder Spaß haben, irgendwie sich noch mehr zu verkleiden und sich noch mehr rauszuputzen, wenn sie hierher kommen. Wir bieten sogar hier am Wochenende gibt es so Styling Corners, wo wir den Leuten nochmal die Haare stylen oder nochmal ein verrücktes Make-up draufsetzen. Und das finden die Leute unwahrscheinlich gut. Also es kommt sehr gut an. Ich finde auch generell, dass der Cocoon Club auch ein bisschen einlädt, einfach mal noch ein bisschen besonders irgendwie zurechtzumachen fürs Wochenende. Und da haben wir es ja eigentlich auch schon erreicht, was wir wollten. Dadurch, dass wir natürlich auch Tänzer haben und Performance-Künstler hier im Club, denen wir auch ein tolles Make-up verpassen und auch eine tolle Klamotte, animiert es natürlich noch umso mehr. Und wir hatten tolle Abende jetzt gehabt, mit Zweiraumwohnungen, muss ich erwähnen, live. Das war am Heiligen Abend und das war ein ganz toller Abend gewesen. Und mein Geburtstag letztes Jahr mit dem Laurent Garnier auch an meiner Seite und den Anthony Rother live und Steve Buck. Und wir haben hier also den Laden schon wirklich auf den Kopf gestellt. Wir haben ihn auch schon mal an seine Grenzen gebracht, was man hier so machen kann. Ja, auch so an Besucherzahlen und so weiter. Und jetzt vor kurzem hatten wir die Ada da, die hat live gespielt. Und auch Chicks on Speed. Heute Abend haben wir Client da. Und so weiter. Es macht Spaß hier musikalisch sich zu entfalten, zumal wir auch unter der Woche die Restaurants auch mit DJs beschallen. Da läuft von Soul Funk über New Jazz bis hin zu Salsa, südamerikanische Rhythmen. Und somit hat der Cocoon Club eigentlich ein unwahrscheinlich breites Spektrum an Musik, die wir hier unseren Leuten quasi auch drauf, sage ich mal, ein bisschen auch drauf anstumpfen, vielleicht auch mal zu was anderem, zu einer anderen Nacht mal zu gehen, wo sie sich vielleicht auch mal was anderes Musikalisches anhören, weil es halt auch mit im Programm ist. Ja. Werden DJs auch jetzt in der heutigen Zeit immer mehr noch mehr zum Entertainer auch? Weil man sieht halt so, das sind schon fast Konzerte, wenn viele DJs früher auch auflegen in großen Hallen und so, oder jetzt auch gerade mit dem Ambiente hier im Club.
interessiert, dass, oder DJ Tiesto, der bei der Olympiade aufgelegt hat, was ja auch mal was ganz anderes war. Werden immer mehr Entertainer jetzt auch? Also, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich sehe mich selbst sowieso als ein Entertainer. Und es ist natürlich eine Qualität und auch wenn man das Talent besitzt, das professionell zu machen, ist, glaube ich, jeder Gast dankbar. Ja, also, jetzt könnte man auch eine Maschine hinstellen, auf den Knopf drücken und es interessiert keinen. Ja. Ja, die Komponente Mensch und Musik und Stimmungen zu kreieren und ich finde, das gehört zusammen. Ja. Und wie gesagt, da gibt es der eine, der macht es besser, da gibt es den anderen, da legt er nicht so viel Wert drauf. Für mich war DJ immer, ich sah mich selber immer in der Aufgabe, den Leuten, mein Publikum, einen schönen Abend zu machen und sie glücklich zu stimmen mit guter Musik und auch sie dabei zu überraschen. Und das war für mich immer so der Job eines DJs. Dann kam natürlich die technische Seite noch mit dazu und das ist was, das kann man lernen. Ja, also so Technik kann man, da liest man was drüber, da beschäftigt man sich mit, hat man entweder Talent oder weniger, aber das war für mich nie wirklich der ausschlaggebende Punkt. Der Selector zu sein und das wirklich mit dem richtigen Feeling rüberzukriegen und dabei wirklich die Leute zu halten auch. Das war für mich eigentlich immer so der Entertainer im DJ. Was macht für dich einen guten DJ aus, wenn du jetzt so Kollegen auch siehst oder wenn du hier selbst im Club bist und Leute auflegen? Was ist für dich ein guter DJ? Naja, das habe ich eben schon alles, glaube ich, so erwähnt, was ein guter DJ für mich ist und was den Cocoon Club angeht. Na, wenn er es schafft, hier eine gute Stimmung zu kreieren von Anfang an und sich einfühlt in das Ganze. Und nicht nur kommt und die Plattenkisten aufmacht und jetzt so mit der Brechstange, ich spiele jetzt meinen Sound und friss oder stirb. Sondern ich bin der Meinung, dass ein DJ auch immer nochmal auf so die Atmosphäre und aufs Publikum eingehen sollte. Und das macht für mich einen guten DJ aus, hier im Cocoon Club. Und was war für dich somit das schönste DJ-Erlebnis jetzt irgendwie? Du hast ja weltweit aufgelegt, aber auch mal, ich glaube, war das in Thailand auf so einer Insel? Ach, ich habe es in so vielen coolen Plätzen und außergewöhnlichen Plätzen gespielt. Ganz vorneweg natürlich Ibiza und Indien und in Thailand und Japan, in Marokko, überall in Europa natürlich, in der Schweiz, in den Bergen. Also ich habe unwahrscheinlich viele schöne Erlebnisse gehabt in den vergangenen Jahren. Ich kann jetzt nicht wirklich so einzelne Sachen highlighten, weil es wäre ungerecht, sage ich mal. Aber es waren sehr, sehr viel Schöne dabei. Vor allem mag ich auch die Open-Air-Veranstaltungen, die Outdoor-Veranstaltungen, auch meine Erlebnisse auf der Love Parade. Die darf ich nicht vergessen, die waren auch außergewöhnlich. Mit dem Tresorpark, mit meiner Traditionsveranstaltung seinerzeit. Und da könnte ich jetzt noch einige andere nennen, aber das sind schon mal einige. Und ich hoffe, dass da auch noch einige kommen werden. Du sagst Outdoor, fällt mir jetzt gerade noch ein. Was ist denn schöner, Outdoor oder Indoor? Ach, es ist beides schön. Ja. Cabriolet fahren ist schön und geschlossenes Autofahren ist auch schön. Je nachdem. Natürlich, wenn das Wetter stimmt und du bist in einer tollen Location in den Bergen oder im Dschungel oder an der Beach. Und ich mag es immer gerne, connected mit der Natur zu sein. Ich finde auch unsere Musik, die passt sich unwahrscheinlich gut an in die Natur. Ja. Also so diese Klänge, die wir machen und so in im Dschungel zu hören oder wie gesagt an der Beach, so, das hat nochmal so einen ganz eigenen Spirit dann. Ja. Obwohl die Musik ja eigentlich aus Clubs heraus entstanden ist. Ja. Aber in dieser Musik steckt auch so viel Natur und Feeling einfach. Ja. Also unwahrscheinlich gut funktioniert auch im Freien. Und das haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. Ja. Und
deswegen haben auch Festivals, glaube ich, auch Traditionen und man geht schon seit, was weiß ich, wie viele Jahren schon zu Festivals und feiert, ob das jetzt auf Reggae, Pop, Rock, Techno oder House ist, eigentlich egal. Letzte Frage, was für dich das größte Kompliment als DJ? Einmal so vielleicht drauf bezogen auf die Clubgänger, die dann am Abend vielleicht irgendwie auch dir einfach was sagen oder überhaupt so als DJ? Ja, für mich das größte Kompliment ist eigentlich, wenn ich am Ende des Abends es geschafft habe, jedem Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das ist für mich das größte Dankeschön eigentlich. Und wie oft habe ich schon E-Mails bekommen und ich habe Leute angesprochen und gesagt, mein Gott, Sven, wir haben uns auf deiner Veranstaltung kennengelernt und sind wir verheiratet, jetzt haben wir ein Kind und so weiter. Das ist natürlich auch, bleibt nicht aus, wenn man so lange schon Musik macht, dass ich auf meinen Partys auch Leute kennenlernen und ich auch Leute inspiriert habe, Musik zu machen oder auch Veranstaltungen zu machen. Und da fühle ich mich halt bestätigt, dass ich da irgendwie mit dem richtigen Drive die Sache mache. Danke.